Was passiert, wenn ein Asteroid auf die Erde zurast? Was sind die Konsequenzen eines Einschlags? Jedes Jahr schlagen zahlreiche Asteroiden auf der Erde ein, meistens in menschenleeren Gegenden. Das Risiko ist also groß, dass ein Einschlag wie in Chelyabinsk 2013 auch mal nicht in der Atmosphäre explodiert, sondern eine Millionenstadt trifft. Doch der Einschlag im Meer ist der wahrscheinlichste. Das Los Alamos National Laboratory hat zu diesen Szenarien intensiv geforscht und eine erschreckende Erkenntnis gewonnen. Klick zum Science and Fiction, hier gibt's täglich faszinierende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, nur dann und nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Auf Sky Ticket startet gerade eine spektakuläre Serie. 8 Tage. Darin sind noch 8 Tage Zeit, bis ein riesiger Asteroid auf Europa stürzen wird und der Kontinent zerstört wird. Schon bevor der Asteroid einschlägt, bricht das absolute Chaos aus und die Menschen zeigen sich von ihrer schlechtesten Seite. Denn auch das ist die Konsequenz eines schon drohenden Einschlags. Die zivile Ordnung bricht auseinander. Ein absolut realistisches Szenario. Man muss sich ja nur mal selber fragen, was man tun würde, wenn Recht und Ordnung außer Kraft gesetzt werden. Aber was droht eigentlich beim Einschlag eines großen Asteroiden mit einem Durchmesser von mehreren hundert Metern? Die wirklich großen Brocken mit Durchmessern von mehreren Kilometern, die haben wir im Blick, und in den nächsten 100 Jahren wird keiner auf die Erde stürzen. Aber tatsächlich schlagen ja jedes Jahr rund 2 größere Asteroiden in menschenleeren Gegenden ein, ohne dass wir es merken. Darüber haben wir ja öfter berichtet. Das Risiko eines größeren Einschlags, auch in bewohnten Gebieten, ist also de facto da und die Konsequenzen reichen bis zur Zerstörung ganzer Millionenstädte. Die NASA bereitet sich mit ihren zahlreichen Missionen zu Asteroiden darauf vor, einen solchen Einschlag zu verhindern. Zahlreiche Strategien dazu werden durchdacht und sollen in Zukunft auch getestet werden. Das Los Alamos National Laboratory hat zu möglichen Einschlägen geforscht und ist zu verblüffenden, wenn nicht erschreckenden Erkenntnissen gekommen. 70% der Erde sind mit Wasser bedeckt, sodass ein Einschlag dort am wahrscheinlichsten ist. Einen solchen Einschlag hat das Forschungsteam durchgerechnet und ist eben zu einer erschreckenden Erkenntnis gelangt. Denn ganz anders als vorhergesagt sind hunderte Meter hohe Tsunamis gar nicht die schlimmste Folge. Beziehungsweise da gibt es sogar eine Entwarnung. Da der Einschlag punktförmig ist, verlieren diese Wellen ihre Energie sehr schnell und sind ab einer Entfernung des Einschlags vom Festland von mehr als 20 Kilometern mit aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht mehr gefährlich. Etwas ganz anderes könnte die furchtbare Konsequenz sein. Mehrere hundert Megatonnen Wasser werden durch den Einschlag bis in die Stratosphäre katapultiert. Ein Teil davon sehr schnell über den Eintrittsweg des Asteroiden, weil er hier ein Teilvakuum zurückgelassen hat, das jetzt das Wasser ansaugt. In der Stratosphäre kann das Wasser dann Monate oder Jahre verbleiben und heizt dann den Treibhauseffekt auf der Erde weiter an. Das wäre die schlimmste Katastrophe und könnte zu Millionen Toten führen. Sprich, ein Einschlag direkt in eine Millionenstadt wäre zwar verheerend und würde sie wahrscheinlich wie eine Atombombe vernichten, ein Einschlag in einen Ozean aber könnte weitaus verheerender sein, weil er Auswirkungen auf die ganze Erde haben würde. Bäm. Und jetzt geht's weiter mit der Endzeit-Serie 8 Tage. Dafür hier draufklicken und ihr spart damit 50% bei Sky Ticket. Streamt mit dem Entertainment-Ticket bis Ende April neben den Highlights 8 Tage, The Walking Dead und Game of Thrones auch tausende weitere Serien-Highlights. Damit könnt ihr bis Ende April Serien genießen und den März ab jetzt bekommt ihr zusätzlich noch obendrauf. Bis dann. Bleibt dran.